Das ist die neue Massivholzküche von Laura und Tita aus Erlangen, die uns parallel über eine Empfehlung von Freunden und im Internet entdeckt haben. Sie wurde ganz individuell nur für sie und natürlich auch für den Kater Ganesha nebst Schwester Shira von den Möbelmachern in Untergrumbach aus fränkischer und rotkerniger Buche hergestellt. Schon viele Monate vor diesen Aufnahmen besuchten sie uns anlässlich eines Kochworkshops, lernten dabei unsere netten Kunden und Freunde kennen, aber vor allem testeten sie an diesem Tag unsere Küchen und Geräte im ganz harten Einsatz. Wenig später planten wir gemeinsam anhand des Grundrisses und ein paar Fotos von der alten Küche, wie die neue Küche aussehen soll und was sie alles können muss. So entstand ein neuer Grundriss, in dem auch einige Geräte der alten Küche integriert wurden, und noch während des Gesprächs zeichneten wir ganz analog die ersten Scribbles mit Bleistift auf weißes Papier. Später wurden während des gemeinsamen Kochens viele neue Möbelideen entwickelt, denn in 30 Jahren Möbelmachergeschichte gibt es nicht oft Küchen mit neuen Kochstellen und zwei Dunstabzügen. Die Buchenstämme für diese Küche wurden schon vor 3 Jahren von der Forstbetriebsgesellschaft Nürnberger Land angeliefert. Wir haben sie auf unserem Gelände gesägt, gestapelt und erstmal ein paar Jahre im Außenlager ruhen lassen. Noch während der detailversessenen Küchenplanung, die man natürlich immer wieder mit dem Kunden abstimmt, kam der Stapel in die Trockenkammer und gleich danach verwandelte ihn unser Küchenteam mit viel Erfahrung, Kompetenz und Liebe und mit modernsten CNC-Maschinen in die ganz persönlichen Küchenschränke von Laura und Dieter und ihren Katzen. Zum vereinbarten Termin montierten wir diese Schränke mit 3 Gaskochfeldern, 4x Induktion und 2 getrennt beheizbaren Flächen am Teppanyaki und ein Backofen-Spezialschrank wurde extra für den professionellen Pizzabackofen über dem normalen Haushaltsbackofen verwirklicht. Aus dem ursprünglich angedachten Besenschrank entwickelt sich im Laufe der Zeit eine Heimat für alle haltbaren Lebensmittel in Dosen oder Gläsern mit 6 nummerierten Auszügen, die zwecks einfacher Findbarkeit mittels Tafel an der Tür sorgfältig beschriftet werden. Unter dem Druckdampfgarer ist der Tellerwärmer und darunter wiederum fand ein Vakuumierer seinen Platz, der nicht nur zum Sous-Vide-Garn, also dem Garn im Vakuum, sondern auch zum Frischhalten von Lebensmitteln von der Chipstüte über Wurstaufschnitt bis hin zum Marmeladenglas gebraucht wird. Unter dem Teppanyaki bieten die Schränke mit 75 cm Tiefe unendlichen Stauraum und hinter der Sitzbank sind Spezialauszüge für das Frühstück in direkter Reichweite. Sehr geliebt wird auch das super schicke Gewürzregal, das die 10 cm in der Tür perfekt ausnutzt. Und um die vielen individuellen Lösungen auch gut zeigen zu können, fotografierten wir alles erstmal mit der Panoramakamera, um den Betrachtern die Orientierung zu erleichtern. Dann bauten wir im Garten erstmal ein großes Blitzlicht als Sonne auf und machten ein paar Fotos, bei denen auch Ganesha und Shira ihre Rolle spielten. Beim gemeinsamen Kochen danach stießen noch Freunde zu uns und verdeutlichten den eigentlichen Zweck einer Massivholzküche der Möbelmacher. Die Freude am Kochen, am Genießen und an der Gastfreundschaft. Okay.